Die wahrscheinlich unbeliebteste Figur, die es gibt, ist der schwarze Peter. Keiner will ihn haben und wenn ihn einer hat, tun die anderen alles, damit er ihn auch ja behält. Deswegen kriegt man ihn auch nur sehr schwer los. In Deutschland hat Niedersachsen den schwarzen Peter. Denn Niedersachsen hat Gorleben. Und Gorleben ist der einzige Platz, den alle immer nennen, wenn es um ein Endlager von Atommüll geht. Darüber ist man in Bayern oder Baden-Württemberg oder sonst wo natürlich froh. Nicht, dass noch einer auf die Idee kommt, den schwarzen Peter in den schönen Süden zu schieben. Dabei gäbe es dafür gute Gründe, haben Christoph Lüttgert und Tina Roth rausgefunden. Nun rollen sie wieder, die Kastoren, Richtung Gorleben, Norddeutschland. Hier soll das Endlager für hochaktiven und hochgefährlichen Atommüll entstehen. Die Angst geht um im Wendland. Ich lebe hier, ich habe Kinder hier, ja. Was bleibt mir denn übrig? Wir haben hier viel zu verteidigen. Unsere Heimat, unsere Familien, unsere Bauernhöfe. Seit Jahren weiß man, dass der Salzstock eigentlich nicht für ein atomares Endlager taugt. Doch die politische Entscheidung scheint gefallen. Gorleben. Ein anderer Standort wurde nie gesucht. Dabei gibt es in Deutschland echte Alternativen, Süddeutschland zum Beispiel, mit seinen gewaltigen Tonvorkommen. Wir fragen nach in Engen, einem malerischen Städtchen in der Bodenseeregion. Was sagen Sie dazu? Oh, da bin ich nicht dafür. Wenn die Politik nun entscheidet, hier kommt er her. Bin ich auch dagegen. Bin ich auch dagegen. Nur irgendwo muss der Müll doch hin. Ja, ist richtig. Aber irgendwo muss er ja hin. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Aber noch haben wir ja gar kein Endlager. Ja gut, das Gorleben. Sicher, dann lieber nach Gorleben, ja. Gorleben und das Salz in Niedersachsen. Dabei hat schon vor Jahren das Bundesamt für Geowissenschaften die Tonvorkommen im Süden als potenziell geeignet bezeichnet. Geeignet für die Endlagerung hochaktiver Abfälle. Auch Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz, sieht Ton als einen geeigneten Lagerort, sogenanntes Wirtsgestein für Atommüll. Es ist inzwischen anerkannt, dass unterschiedliche Wirtsgesteine die grundsätzliche Möglichkeiten einer Sicherheit für auch derartige Abfälle bieten können. Und das sind drei Wirtsgesteine, die hier im Gespräch sind. Das ist einmal natürlich das Salz, es ist Granit und es ist Tongestein. Das bringt den Süden auf die Barrikaden. Der Bürgermeister von Mühlhausen in der Bodenseeregion, ganz in der Nähe der Tongebiete. Ich bin jetzt einfach von Haus aus kein Geologe, aber was ich halt bisher so gelesen habe, eignen sich Salzstücke wesentlich besser zur Lösung dieses Problems. Wir sind einfach in einer sensibleren Gegend natürlich auch zu Hause. Jetzt nicht nur was die Geologie anbelangt, sondern hier natürlich auch die wunderbare Bodenseelandschaft. Ferienregion, Bodensee-Vorland, und das kann ich mir halt schlecht vorstellen, dass hier wir ein Endlager werden für hochradioaktiven Müll. Also bloß nicht Ton im Süden, sondern immer nur Gorleben und das Salz im Norden. Katastrophale Erfahrungen werden ausgeblendet. In den 70er Jahren kippte man tonnenweise radioaktiven Müll in das alte Salzbergwerk Asse bei Braunschweig. Obwohl Wasser eindringt und Radioaktivität auswäscht. Auch bei Gorleben von Anfang an Warnungen. Trotzdem trieb man die Endlagerpläne immer weiter voran. Kosten bislang 1,5 Milliarden Euro. Namhafte Wissenschaftler werden ignoriert, wie die Geologenkapazität schlechthin. Professor Gerhard Jentsch aus Jena. Es ist bekannt, dass aufgrund der eiszeitlichen Aktivitäten das Deckgebirge beschädigt ist. Das heißt, die Abdichtung nach oben ist nicht komplett, ist nicht ausreichend. Der Salzstock in Gorleben wird von oben nicht durch eine wasserdichte Tonschicht geschützt. Dadurch könnte Grundwasser das Salz auflösen und, wie in der Asse, zum Atommüll gelangen. Ein Desaster. Der Süden setzt sich gegen den Norden durch. Offenbar hat hier die Angst vor dem Bürgerzorn mehr Gewicht. Der bayerische CSU-Bundestagsabgeordnete Max Straubinger erklärt den Regionalegoismus zum politischen Prinzip. Wenn man überall sucht, weiß ich das aus der Kommunalpolitik. Wir hatten mal 7 mögliche Standorte für eine Reststoffdeponie. Und ich weiß, was das bedeutet. Natürlich bedeutet das dann sofort überall massivste Widerstände. Wenn wir eine weitere Endlagersuche veranstalten, zünden wir die Republik an. Wir treffen Sigmar Gabriel.
Der erzählt vom Sommer 2006. Da hatte er als Bundesumweltminister vorgeschlagen, nicht immer nur Gorleben, sondern auch zwei mögliche Endlagerstandorte im Ton und Granit zu erforschen im Süden Deutschlands. Und die ersten Signale des damaligen Kanzleramtsministers waren, das ist ein ganz gutes Konzept. Aber der Plan scheiterte am massiven Widerstand der damaligen Unionsministerpräsidenten Stoiber und Oettinger. Weil die natürlich wussten, dass diese Ton- oder Granitformationen in Bayern und Baden-Württemberg waren, haben sofort erklärt, nie im Leben, es muss bei Gorleben bleiben. Wir fahren nach Brüssel zu Günther Oettinger. Der hatte als Ministerpräsident von Baden-Württemberg die Standortsuche in seinem Land abgeblockt und setzt auch heute als EU-Kommissar ungerührt auf Gorleben und Salz. Es gibt in der deutschen Politik eine klare Linie. Die begann mal in einem breiten Konsens, damit Gorleben zu untersuchen. Und alles andere wäre im Augenblick ein Verlassen des früher einmal in breitem Einvernehmen getroffenen Vorgehens. Auch der immer noch einflussreiche CSU-Politiker Edmund Stoiber frönt diesem Prinzip. Ja zur Kernenergie, aber nein zum Atommüll im eigenen Bundesland. Auf der Zugspitze treffen wir den Ex-Ministerpräsidenten mit Parteifreunden. Heute arbeitet auch er für die EU. Das geht jetzt nicht in erster Linie hier um Nord und Süd oder Ost und West, sondern es geht darum, bei einer einmal getroffenen Entscheidung, in die schon sehr, sehr viel auch an Geld investiert worden ist, bei dieser Entscheidung zu bleiben und erst neu zu entscheiden, wenn eben eine neue Entscheidung absolut notwendig ist. Sollte sich Gorleben als nicht geeignet herausstellen, sind Sie dann dafür, dass auch in Bayern gesucht wird? Ob wir eine europäische Lösung oder eine internationale Lösung suchen müssen, das wird sich dann zeigen, wenn eben die Entscheidung getroffen ist, Gorleben geht nicht. Was für eine Energiepolitik. Die Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängern, den tödlichen Atommüll vermehren, voll auf einen unsicheren Salzstock in Gorleben setzen und wenn es schief geht, dann weg mit dem Müll nach Sibirien.